Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Wir sind heute back mit Gio tatsächlich, denn der hat vor einiger Zeit, also vor 2 Wochen ist glaube ich knapp, einen neuen Track rausgebracht, wo er mich wirklich zugebombt hat, dass ich mir den ansehen soll. Deswegen dachte ich, machen wir das heute mal. Ich habe es ein bisschen vergessen, dass wir den noch gucken wollten, aber ich mag Gio einfach extrem gerne, finde ihn sehr sympathisch, deswegen wollte ich den jetzt nicht irgendwie gar nicht hören oder gar kein Video dazu machen. Der Track heißt Gio, was weißt du schon? Prod by Squalaholic, der Producer sagt mir nichts, aber wie gesagt, Gio finde ich echt sympathisch und ich sehe es auch immer nur auf Twitter, wenn er irgendwie mit ASMR Janina und so schreibt, deswegen Leute, die ASMR hören, direkt 10 Stufen sympathischer. Grüße gehen raus an dich, Gio. Ich freue mich auf den Track, Leute, ich würde sagen, wir schauen direkt rein. Das, was ich von euch gehört habe, soll es ein krasser Track sein, von der Message her irgendwie, was weißt du schon, hört sich auch, was weißt du schon? Hört sich nach so einem nachdenklichen Track an. Vielleicht erzählt er was über seine Vergangenheit oder so. Oder auch zur jetzigen Situation. Ich weiß es nicht, aber soll laut eurer Aussage ein bisschen was Tieferes sein, was Deeperes. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich mag auch mal gerne solche nachdenklichen Tracks irgendwie, die jetzt nicht immer nur, ja, ich hab Money, du bist scheiße, lastig sind. Deswegen freue ich mich darauf. Los geht's, Leute. Leute, ein Stream Deck habe ich auch am Start. Stream Deck. Erzählt er vielleicht darum über Stream irgendwie? Weil Gio streamt echt oft, das weiß ich. Also ich ab und zu schaue ich auch mal rein. Aber Gio streamt echt oft, soweit ich weiß. Hi Mama. Ja, ich weiß, Mama. Nein, du musst mir nicht leihen, Mama. Alles gut, ich stream die ganze Zeit, Mama. Läuft ganz okay, heute kam wieder was rein, Mama. Ich kann mich kaum noch bewegen. Ich bin jetzt circa 3 Tage lang nicht mehr draußen gewesen. Hab viel zu wenig Zeit mit Schlaf verbracht. Hat zwar auch Spaß gemacht, doch mittlerweile mach ich wirklich Tag und Nacht den Tag zur Nacht. Weil ich nicht gerade selten streame. Ich muss halt gucken, dass ich neben der Mucke ein bisschen Geld verdiene. Dann lese ich die Kommentare und das Songs. Was für Geld geil. Es gab Mucke jahrelang umsonst. Nicht für die. Oh Leute, okay, es wird wirklich ein tiefer Track. Ich merke schon, ich bekomme voll die Gänsehaut gerade. Holy shit, Mann. Es ist nicht nur die Aussage, die er trifft, sondern auch, wie er es rüberbringt. Auch der Einstieg mit der Mom direkt, Mann. Sowas geht halt einfach unter die Haut. Also, krass, Mann. Sehe ich die Kommentare und das Songs, was für Geld geil. Es gab Mucke jahrelang umsonst, nicht für jeden Tag an Mucke sitzen. Wenn ich nicht gucken müsste, wie ich überlebe, dann kann alle, die mich unterstützen. Kann schon sein, dass ich mein Hype nicht genutzt hab. Doch halt deine Fresse, denn du weißt nicht, warum spast. Ey, du denkst, du hast Plan, doch was... Okay, bevor wir jetzt, glaube ich, ist schon die Hook, wo wir jetzt hier gerade sind. Holy shit, Mann. Also von der Aussage her auf jeden Fall krass, Mann. Das ist auch, also so wie ich Gio, jetzt, wie ich eben schon am Anfang meinte, mitbekommen habe. Ich habe noch nie mit ihm geredet oder so. Ich kenne ihn jetzt nur so aus seiner Internetpräsenz. Kommt er mir aber sowieso sehr, sehr sympathisch rüber und sehr authentisch auch. Und das ist schon krass zu hören so. Und ja, da sieht man mal die andere Seite. Man denkt immer bei den ganzen Musikern, jo, ihr seid ja übel rich. Und ja, keine Ahnung, jetzt machst du irgendwie kaum noch Songs. Du hast dich voll verändert, was ist los mit dir? Aber ja, das ist einfach so. Man kann meistens, so wie ich es aus anderen Kreisen auch gehört habe, nicht so einfach davon leben, auch wenn es vielleicht so aussieht. Aber ich merke es ja selbst bei mir irgendwie. 10, 20 oder auch meinetwegen 30, 40, 50.000 Klicks auf YouTube, davon kann man sich nichts kaufen. Also das ist im Grunde genommen so gut wie gar nichts. Deswegen ist es schon krass zu hören, mal jetzt so die andere Seite zu sehen. Und ich glaube auch, dass es einen einfach absolut abfuckt, wenn man dann wirklich tagtäglich solche Kommentare bekommt irgendwie. Du hast dich verändert, es kommt keine Mucke mehr, ja, und jetzt wieder schön, keine Ahnung, wie lange streamen, damit du deine Millionen sammelst und so. Das ist einfach, ja, es ist einfach echt belastend, sowas zu hören, glaube ich. Aber ja, auf jeden Fall schöne Message vom Track bis jetzt, auf jeden Fall. Dass ich mein Hype nicht genutzt hab, doch halt deine Fresse, denn du weißt nicht, warum spast. Ey, du denkst, du hast Plan, doch was weißt du schon? Ja, du kennst meine Parts, doch was weißt du schon? Hör auf zu lästern und sag mir, was weißt du schon? Was weißt du schon? Was weißt du schon? Ja, du kennst meine Parts, aber, ja, du kennst meine Parts, doch was weißt du schon? Hundertprozentig wahre Aussage. Also, die Zuschauer kennen halt immer nur dieses Ich, was sie aus den Videos kennen.
oder aus den Tracks oder keine Ahnung was, aus den Filmen meinetwegen bei Schauspielern. Aber man weiß halt nie, wie die Person wirklich ist und was für Probleme sie hat, was im Hintergrund alles passiert. Jetzt gerade auch bei Mois haben wir das gleiche Thema sozusagen gehabt. Man weiß nie, was wirklich bei der Person gerade los ist. Deswegen sollte man aufpassen, was man für voreilige Schlüsse zieht und was man direkt einfach so annimmt als wahrhaftig. Hey, du denkst, du hast Plan, doch was weißt du schon? Ja, du kennst meine Parts, doch was weißt du schon? Du bekommst nur einen klitzekleinen Teil mit, also was weißt du schon? Du weißt nichts. Hi Mama, hast du Zeit, Mama? Ja, es gab wieder Streit, Mama. Nein, die Beziehung ist vorbei, Mama. Ist mir ein bisschen peinlich, aber ist bei dir was frei, Mama? Es gab immer wieder Krach wie... Digga, diese Parts mit der Mom gehen echt unter die Haut, Mann. Holy shit. Holy shit, Mann. Wegen Rap tut mir leid, keine Zeit, keine Kraft für den Stress. Ich saß nachts an den Tracks, lag dann tags nur im Bett. Und auf einmal war die Frau nach über 8 Jahren weg. Sowas lässt einen nicht einfach locker. Ich war innerlich zerrissen und irgendwo dazwischen meine kleine Tochter. Für mein Album fehlten noch ein paar Songs. Doch ich hatte keinen Bock, erstmal den Kopf frei bekommen. Trug Karton für Karton raus aus unserer alten Bude. Und dann stand ich da vor meiner Mom wie so ein kleiner Junge. Nebenbei war nur das Telefon am Klingeln. Wo bleiben die Songs? Wir müssen anfangen, Videos zu bringen. Keine Zeit, ich sag, dass ich... Holy shit, Mann. Also ich muss auch sagen, das ist das Erste, was ich jetzt seit ein bisschen längerer Zeit von Gio höre. Ich hatte mir ja irgendwann mal hier auf dem Kanal den Diss-Track angehört und das ist jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr her ungefähr, würde ich mal schätzen. Und das ist jetzt das Erste, was ich danach höre wieder. Und wie gesagt, ich habe ab und zu mal kurz in den Stream reingeschaut bei ihm. Aber das ist echt krass, weil man bekommt es halt echt nicht mit. Oder vielleicht nur teilweise. Aber heftig, dass es so schlimm ist, wirklich, dass so viel Scheiße passiert ist. Heftig, Mann. Also auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was zum Track hier zu sagen. Ja, wie ich meinte, es ist sehr authentisch. Jetzt auch bei der Mucke gerade hier bei dem Track, es ist sehr authentisch. Und es geht wirklich unter die Haut. Es ist wirklich sehr atmosphärisch gehalten und gefällt mir echt gut, Mann. Ich finde, er hat auch den größten Respekt verdient, dass er so einen Track überhaupt macht. Und das alles offenbart und so, ja, das preisgibt alles. Weil das ist auch nicht selbstverständlich, dass man das macht. Ich mich melde, doch nichts kommt, bis ich wieder sag, dass ich mich melde, doch nichts kommt. Nix kann schon sein, dass ich mein Hype nicht genutzt hab. Doch halt deine Fresse, denn du weißt nicht, warum spast. Ey, du denkst, du hast Plan, doch was weißt du schon? Die Hook ist echt ja, gut, Mann. Du kennst meine Parts, doch was weißt du schon? Auf zu lästern und sag mir, was weißt du schon? Was weißt du schon? Was weißt du schon? Ey, du denkst, du hast Plan, doch was weißt du schon? Ja, du kennst meine Parts, doch was weißt du schon? Bekommst du einen klitzekleinen Teil mit? Also was weißt du schon? Du weißt nichts. Was denn los? Ich bin gerade in der Booth, Mama. Ja, na klar, ich rauch nur noch ab und zu, Mama. Ich pass auf mich auf, ich bin auf der Hut, Mama. Mach's gut, Mama. Was weißt du schon davon, wenn du in deiner Wohnung sitzt? Also ich finde auch den Aufbau vom Track echt schön. Also wir haben hier immer nach der Hook dieses kleine Telefongespräch, was immer noch im Takt gehalten ist. Aber ich weiß nicht, es bietet einfach eine schöne Abwechslung. Also ich finde, der Track ist auch echt mal ein bisschen anders und schön aufgebaut. Während der Tinnitus in beiden Ohren chronisch ist, was weißt du schon? Davon, wenn du ein bisschen Bewegung brauchst, doch du dir anstatt dich zu bewegen, die Nägel kaufst, was weißt du schon? Davon, wenn ihr zusammen diskutiert und nach der Trennung dann die Angst, dass du dein Kind verlierst, was weißt du schon? Davon, wenn deine Kleine traurig fragt, warum du jetzt schon so lange nicht mehr zu Hause warst, was weißt du schon? Davon, wenn du keine Kraft... Also das sind echt harte Lines, Mann. Also, holy shit. Das, was ich meinte, dass man auf jeden Fall Respekt vor ihm haben muss, dass er das einfach so, preisgibt und einfach so rappt. Einerseits hilft es ihm, glaube ich, das in einem Song so zu verarbeiten und alles, aber andererseits glaube ich, dass es auf jeden Fall schwer ist, darüber so zu reden, wisst ihr? Investierst in eine Frau, weil dich irgendwie keine interessiert, das weißt du schon. Davon, wenn man nur noch zu Hause ist und man nur durch die Fenster ab und zu nach draußen blickt, was weißt du schon. Davon, wenn man sein Mikrofon versteckt, weil der Gerichtsvollzieher wieder mal die Wohnung checkt, was weißt du schon. Ich gab dir einen Einblick, pass besser auf, was du sagst, denn du weißt nicht, was weißt du schon. Ey, du denkst, du hast Plan, doch was weißt du schon. Ja, du kennst meine Parts, doch was weißt du schon. Hör auf zu lästern und sag mir, was weißt du schon. Was weißt du schon? Hä? Was weißt du schon? Hey, du denkst, du hast Plan, doch was weißt du schon? Ja, du kennst meine Parts, doch was weißt du schon? Du bekommst nur einen klitzekleinen Teil mit, also was weißt du schon? Du weißt nichts. Ey, du denkst, du hast Plan, doch was weißt du schon? Ja, du kennst meine Parts, doch was weißt du
Zeig schon, mal. Auf zu lästern und sag mir, was weißt du schon? Was weißt du schon? Hä? Was weißt du schon? Hey, du denkst, du hast Plan, doch was weißt du schon? Ja, du kennst meine Parts, doch was weißt du schon? Du bekommst nur einen klitzekleinen Teil mit, also was weißt du schon? Du weißt nichts. Und das muss man bei Gio halt auch immer sagen, ne? Er hat den Rap gemacht, er hat Mix und Master gemacht und die Videobearbeitung gemacht. Leute, so wahr, wie ich es noch nie gesagt habe, supportet das Ding. Also nicht nur den Track, sondern allgemein supportet Gio einfach. Er hat's verdient, Mann. Er hat es einfach verdient. Streamt das Ding, kauft das Ding am besten direkt. Er hat's einfach verdient, Mann. Er hat's einfach verdient. Jetzt auch gerade, wie gesagt, passt einfach ein bisschen auf, was ihr schreibt, was ihr irgendwie bei irgendjemandem annehmt oder für wahr empfindet oder... Ja, wie gesagt, ihr bekommt nur einen kleinen Einblick und ihr wisst es nicht. Also, ist jetzt nicht auf mich bezogen, Leute. Aber ich meine auf andere Leute, da, wo wirklich teilweise, keine Ahnung wie viele Leute am Tag, wirklich einen Hass einfach nur in die Kommentare rein produzieren. Holy shit, also dass es so schlimm ist, was heißt so schlimm ist? Es muss einem eigentlich klar sein, dass es teilweise so aussieht. Und das finde ich echt schade, Mann. Ich hoffe, dass, ich wünsche Gio das Beste für die Zukunft. Ich hoffe, dass er nicht dran kaputt geht und dass er trotzdem noch Spaß am Stream hat, dass er auch die Spaß an der Mucke nicht verliert und irgendwann auch wieder so Mucke machen kann, wie er möchte, dass es ja, geldlich passt und auch von den privaten Umständen her. Und ja, was soll man sagen, Leute? Ich finde echt schade, dass Sachen so weit kommen können. Dass dieser Druck entsteht, das merkt man ja auch jetzt bei manchen YouTubern schon, wie Nebel liegt zum Beispiel, der Burnout hatte, oder man hört ja immer wieder in letzter Zeit irgendwie, dass irgendwelche Leute Burnout haben, oder auch aus dem amerikanischen Raum, dass Leute sogar Selbstmordgedanken komplett haben, nur wegen YouTube oder nur wegen Stream oder so. Tja, es ist echt schlimm, Mann, es ist echt schlimm, aber wie gesagt, ich wünsche Gio für die Zukunft das allerbeste nur. Und wie gesagt, supportet das Ding, Leute, gönnt einfach. Ich weiß nicht, der Track kostet vielleicht 2 Euro maximal. Ich schätze mal irgendwie 1,70 Euro oder bla bla bla. Dann habt ihr ihn direkt zum Runterladen, könnt ihn immer streamen, wenn ihr wollt. Und das schadet nicht. Wenn man es in der Relevanz sieht, dann, ja. Ihr wisst, was ich meine, Leute, ihr wisst, was ich meine. Danke auf jeden Fall, dass ihr mir den Track vorgeschlagen habt und dass ich mir den noch ansehen sollte, weil ich finde, es ist nicht nur ein schöner Track, also er hört sich gut an, es ist ein musikalischer Track, aber auch ein wichtiger Track, wie ich finde, für Gio, aber besonders für uns und für andere Leute, die vielleicht in derselben Situation sind. Ja, auf jeden Fall, man, jetzt bin ich in so einem komischen Mood gekommen irgendwie, also es ist wirklich ein Track, der unter die Haut geht, Leute. Wie gesagt, supportet ihn und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend noch bei ein paar anderen Videos. Habt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, liebe Leute, und ja, bleibt fresh. Ciao. Flow, der Flow, Mann, der Hype ist real. Alles ganz egal, Mann, ich bleib bei dir. Du machst halt nur Reactions, doch machst du die besten.